Denn das, was wir an Geld ausgeben, muss erst einmal erwirtschaftet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil das Risiko reduziert. Wir haben wohlgemerkt seit 2015 einen Mindestlohnanstieg von inzwischen 46%. Und was sagst du? Cool. Wohlgemerkt, der gesamte Bruttolohn in Deutschland stieg lediglich um 33%. 30% der Unternehmen sagen, sie sind betroffen. Das heißt ja auch, dass die oberen Lohngruppen ihren Lohnabstand gewahrt wissen wollen und sagen, hey, ich habe studiert, hey, ich habe eine Ausbildung, ich möchte doch meinen Lohnabstand zur unteren Lohngruppe, zu demjenigen, der möglicherweise keine Ausbildung hat. Das heißt, die Folgekosten für ein Unternehmen sind mitunter erheblich. Sie sind Heisenberg.